So, jetzt sind wir drauf. Hallo, liebe Zeppelin-Freundinnen und Freunde. Ich bin auch schon ganz ungeduldig und aufgeregt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Führung. Man verbindet ja mit dem Begriff Luftschiff natürlich immer Zeppelin. Die großen Zeppeline aus Friedrichshafen, die Graf Zeppelin, die Hindenburg, die Zeppeline vor dem Ersten Weltkrieg. Aber das Thema Luftschiff ist natürlich viel größer und das ist viel mehr. Und das zeigen wir auch in unserer Dauerausstellung. Und das versuche ich euch jetzt einfach nach Hause zu bringen. Es gibt ja verschiedene Bauformen. Es gibt die Starrluftschiffe, es gibt pralle Luftschiffe, es gibt halbstarre Luftschiffe. Und im Ankündigungstext haben wir es ja geschrieben. Die ersten Luftschiffe wurden nicht in Friedrichshafen gebaut, sondern in Frankreich. Dass die ersten, die den Atlantik überquert haben, die Briten waren. Das haben wir ja letzte Woche in der Führung durch die Vernetzung der Welt, durch die Wechselausstellung erfahren mit dem R-34. Die quantitativ mit Abstand meisten Luftschiffe wurden in den USA gebaut. Die ersten, die zum Nordpol vorgestoßen waren, das war ein italienisches Luftschiff. Und das erzählen wir euch heute einfach mal, wie es hier durchgeht. Wir gehen zurück an die Wurzeln. Es beginnt in Frankreich. Wenn irgendwo man davon sprechen kann, dass es eine Wiege der Luftschifffahrt und natürlich auch der Ballonfahrt zuerst gab, dann ist das in Frankreich. Und es beginnt hier mit dem Ballon. Jeder kennt ja heute noch die Gebrüder Montgolfier, die 1783 zum ersten Mal mit einem Heißluftballon aufgestiegen sind. Dieser Heißluftballon ist aber für die weitere Entwicklung zum Luftschiff eigentlich unwichtig, denn er bietet natürlich aufgrund von unzureichenden Brennern, von zu großen Wärmeverlusten nicht das Potenzial, ein großes Luftschiff zu werden. Das steckt hier in diesem Ballon, in dieser sogenannten Charlière, die ein französischer Physiker, César Charles, im gleichen Jahr 1783 in die Luft gebracht hat und der mit Wasserstoffgas gefüllt war. Und dieses leichteste Element, das ja wirklich eine immense Tragkraft zur Verfügung stellt, lässt natürlich den Wunsch reifen, aus diesem unlenkbaren Ballon, der ja quasi ein Spielball der Winde ist, ein motorisiertes, lenkbares Luftschiff zu machen. Ich habe schon gesagt, motorisiert. Das bedeutet, um ein Luftschiff steuerbar zu machen, brauche ich eine Antriebsquelle. Im gleichen Jahr 1783 hat ein sehr genialer Franzose, von dem wir hier ein Bild haben, Jean-Baptiste Meunier, ein Offizier, quasi ein Luftschiff gedacht, gezeichnet, entwickelt, wenn man so will, das alle Merkmale späterer modernerer Luftschiffe hat, nämlich die längliche Form, das Ballonet, die Verteilung der Lasten über die Hülle, quasi der Prototyp oder die Blaupause aller späteren Prallluftschiffe. Das Einzige, was er sich aber 1783 als Antrieb vorstellen konnte, war Muskelkraft, das heißt Rudern durch kräftige Männer, die da drin sind, was natürlich absolut völlig undenkbar ist, um auch nur beim kleinsten Wind dieses Ding irgendwie steuerbar zu machen. Sprich, es braucht eine Maschine, eine mechanische Antriebsquelle. Und jetzt sind wir im 19. Jahrhundert, in dem wir uns dann so langsam fortbewegen. Und da entwickelt ja die industrielle Revolution Maschinen und Antriebsquellen. Und das Erste, die Mutter jeder Industrialisierung und jeder Mechanisierung, ist die Dampfmaschine. Und dann haben wir hier dieses wirklich tolle Modell. Also was man noch dazu sagen muss, unsere Modelle sind alle im gleichen Maßstab, also das Größenverhältnis zu dem Ballon stimmt. Und das ist das Luftschiff von Henri Giffard, ebenfalls einem Franzosen, 1852 geflogen. Giffard war ein sehr genialer Dampftechniker, der eine spezielle Vorrichtung für Dampflokomotiven entwickelt hat, die Dampfstrahlpumpe oder Injektor, mit dem man quasi bewegungsunabhängig über Druck den Kessel mit Wasser aus Vorratsbehältern speisen konnte. Mit dieser Erfindung, die er dann sich hat patentieren lassen, hat er ein Vermögen verdient. Aber dieses Vermögen hat er in seine Luftfahrtexperimente gesteckt und das war seine eigentliche Leidenschaft. Aufgrund seiner Qualifikation als Dampftechniker war es ihm möglich, für dieses Luftschiff, das er wie gesagt 1852 auch selbst geflogen hat, eine kleine, ungefähr 3 PS leistende Dampfmaschine zu bauen. Und dieses Gerät ist nun wirklich das erste Luftfahrzeug, das mit einer solchen Antriebsquelle in der Luft war. Natürlich war es mit dieser Leistung von 3 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von, soweit man das heute rekonstruieren kann, vielleicht 10 km/h, beim kleinsten Wind auch nicht mehr lenkbar, aber es war in der Luft. Die Maschine hat gearbeitet. Giffard, Entschuldigung, ist damit wieder runtergekommen an irgendeinem Punkt. Das heißt im Grunde genommen ein länglicher Ballon, bei dem diese Maschine einfach arbeitet. Und man muss auch sagen, eine Dampfmaschine unter diesem Tragekörper mit Traggas und diesem Füllschlauch unten zu betreiben, das ist etwas, wo großer Mut dazu gehört.
Frankreich ist nun, und dann kommen wir hier weiter, die Nation, die schon 1783, als Charles diesen Gasballon in die Luft gebracht hat, die Lösung des Luftfahrtproblems und die Lenkbarmachung von Luftfahrzeugen quasi zu einem staatlichen Anliegen erhebt. Das heißt, es gibt sofort eine Forschung, es gibt staatliche Mittel für Luftfahrtforschung und das mündet nun in der ersten, wenn man so will, wirklich professionellen Luftfahrtforschungsanstalt in Meudon bei Paris, wo dann 1884 auch unter dem Eindruck des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 von zwei Offizieren, nämlich von Charles Renard und Arthur Krebs, dieses Luftschiff gebaut wird, das dann auch den Namen La France bekommt. Das ist natürlich auch Programm und es war auch eine militärische Intention. Und dieses Luftschiff hat nun interessanterweise keine Dampfmaschine mehr, weil die Dampfmaschine natürlich keine Perspektive irgendeiner Weiterentwicklung in der Luftfahrt bietet, sondern sehr modern. Sie wird angetrieben von einem Elektromotor, der ungefähr 9 PS leistet und relativ gut ist. Vorne ist dieser sehr große, sehr langsam drehende Propeller an dieser langen Gondel untergebracht. Aber das Problem waren natürlich die Batterien, Chromsäurebatterien, die da drin waren und die quasi eine halbe Tonne wogen, also viel zu viel Auftrieb fraßen. Aber die Bedeutung dieser La France 1884 ist die, dass mit diesem Schiff zum ersten Mal die Lenkbarkeit bewiesen wurde. Das heißt, es gelang bei mehreren Aufstiegen vom Startplatz von der Halle in Meudon aufzusteigen, irgendwo hinzufahren und kontrolliert wieder an den Ausgangspunkt zurückzukommen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass diese Lenkbarkeit bewiesen wurde. Und das ist etwas, was auch ein wichtiger Impuls für Graf Zeppelin war, der unter diesem Eindruck, wir sind ja auch in der Zeit einer deutsch-französischen Feindschaft, die auch sehr massiv war, das ihn 1887 dann zu der ersten Denkschrift an den König von Württemberg veranlasst hat. Also Frankreich ist das Land, in dem, ich wiederhole es nochmal, zum ersten Mal Luftschifffahrt und Luftfahrt professionell auf wissenschaftlicher Grundlage betrieben wurde. So, und dann gehen wir weiter. Halt, Entschuldigung, habe ich noch vergessen, diesen unscheinbaren Herrn mit seinem Panama-Hut oder was das da ist, den muss man natürlich unbedingt erwähnen, wenn man von französischen Luftschiffen spricht, obwohl es kein Franzose, sondern ein Brasilianer ist. Alberto Santos Dumont, der sehr reiche Sohn eines brasilianischen Kaffeeplantagenbesitzers, der 1891 nach Paris übergesiedelt ist, weil er ja auch als Junge Jules Verne gelesen hat und gemeint hat, dass er diese ganzen technischen Wunder jetzt in Paris vorfindet. Er fängt an, zu Ballon zu fahren, baut selbst Luftschiffe. Und ganz wichtig ist seine Nummer 6, die wir auch hier auf der Grafik haben, denn mit diesem Luftschiff gewinnt er 1901 einen Preis, einen hochdotierten Preis, der ausgeschrieben wurde für den Aufstieg an einem Platz, das Fahren zum Eiffelturm, die kontrollierte Umrundung des Eiffelturms und die Rückkehr in den Ausgangspunkt. Es hat ungefähr 30 Minuten gedauert, das war sein zweiter oder dritter Anlauf. Und was ihn so als Typ natürlich auch charakterisiert, er war ein Lebemann, ein Dandy, eine freundliche Natur, auch ein sehr, sehr sozialer Mensch, dass er nämlich das hohe Preisgeld unter seinen Mechanikern und unter den Armen von Paris verteilt hat, was ihn dann eben natürlich auch in Paris ungemein populär gemacht hat. Und er ist dann eben auch in die Geschichte eingegangen als der Erste, der in Europa ein Motorflugzeug in die Luft gebracht hat. Gut, dann gehen wir weiter. Wir kommen jetzt hier in die Zeit zwischen 1900 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs und wenden uns jetzt diesem Modell zu. Aufgrund dieses Vorsprungs ist Frankreich natürlich auch die erste Nation, die eine Art von, ja heute würde man das Luftrüstung nennen, betreibt. Das ist Lebaudy II, ein Schiff der Lebaudy-Werft, einer der drei großen französischen Luftschiffwerften, die in dieser Zeit entstanden sind. Und dieses Schiff wurde 1905 vom französischen Heer übernommen, in Dienst gestellt. Damit wurden Bombenabwurfversuche gemacht, es wurde bei Manövern erprobt. Und das Spannende ist aber, wir haben hier unten noch ein winzig kleines Modell. Das ist ein Blériot-Eindecker, das ist ein Flugzeug und zwar ein italienischer. Warum das ein italienischer ist, das erzähle ich nachher gleich noch anschließend. Aber 1909 überquert der berühmte französische Flugpionier und Flugzeugindustrielle Louis Blériot mit einem solchen von ihm entwickelten Eindecker zum ersten Mal den Ärmelkanal. Und das
führt in Frankreich zu einer gewaltigen Begeisterung für das Flugzeug. 1909 ist auch die Flugwoche von Reims, wo die Leistungen regelrecht gepurzelt sind, die Rekorde aufgestellt wurden. Und das führt im Denken von französischen Militärs eigentlich schon zur Abkehr vom Luftschiff. Und warum das jetzt hier ein italienischer Blériot ist, das leitet schon über zu unserem nächsten Thema, zu den italienischen Luftschiffen. Wir haben uns entschieden, hier einen italienischen Blériot reinzulängen, weil es 1911-12 in Nordafrika, in Libyen, einen türkisch-italienischen Krieg gab, also um diese Reste des türkischen Weltreiches. Und da hat das italienische Militär zum ersten Mal Luftschiffe und Flugzeuge, zum Beispiel solche Blériot-Eindecker, aber auch Rumplertauben, die man gekauft hat, im direkten Vergleich eingesetzt für Bombenabwurf, für Fotoaufklärung, für die Unterstützung von Bodentruppen und so weiter. Also so beginnt eben auch die Militarisierung der Luftfahrt und eben auch das Konkurrenzverhältnis zwischen dem Luftschiff und dem Flugzeug um diese militärischen Märkte. Und 1909, wie gesagt, durch den Flug von Blériot in Frankreich auch schon die Abkehr, und ein Schwesterschiff dieses Le Boudit II, die République, stürzte 1909 in einem Sturm ab. Es gab 4 Tote. Auch das war quasi ein Sargnagel für die französische Luftschiffentwicklung. In Frankreich wurden dann halbstarre und pralle Luftschiffe noch gebaut bis in die 30er Jahre. Aber letztendlich waren das Dinge, die gegen die Flugzeuge keine Chance mehr hatten. Wichtig ist noch für die französische Luftschiffgeschichte, dass es Reparationsleistungen nach dem Ersten Weltkrieg gab von deutschen Luftschiffen, von Zeppelin-Luftschiffen, die Frankreich zugesprochen wurden, zum Beispiel LZ-114 Dixmude, mit dem dann Anfang der 20er Jahre Rekordfahrten über Nordafrika gemacht wurden, die dann aber auch im Mittelmeer abgestürzt ist, was dann wiederum das Ende dieser französischen Starluftschiff-Ambitionen waren. Aber gebaut wurde im Grunde genommen in Frankreich nie eines. In unserer Ausstellung Beyond States, die wir am 4. Dezember öffnen, könnt ihr dann im Übrigen ein sehr großes und sehr schönes Modell dieser Dixmude dann bewundern, das wir in der Sammlung haben, aber im Moment nicht in der Sammlungspräsentation. Gut, dann gehen wir weiter. Einem meiner allerliebsten Luftschiffe und Modelle hier im Haus und Objekte hier im Haus. Ich habe das ja vorhin erwähnt von dem italienisch-türkischen Krieg und dem Vergleich zwischen Luftschiffen und Flugzeugen. Das erste italienische Luftschiff ist 1905 aufgestiegen. Und von Anfang an waren in Italien dieses halbstarre System favorisiert. Deshalb ist dann Italien auch durch die Konstruktionen eines Umberto Nobili, der sehr berühmt wurde, in den 20er Jahren das klassische Land der halbstarren Luftschiffe in einer von Nobili dann weiterentwickelten Form. Ich will das einfach mal kurz erklären. Wir sehen also hier diese Italia. Ich komme auf die Geschichte nachher noch zu sprechen, von 1928. Und das, was man an dem Modell unten hell sieht und was ja einen dreieckigen Querschnitt hat und wo auch die vordere Gondel und auch die 3 Motorengondeln dranhängen, das ist quasi ein Bauchgrat, also ein fester Kiel aus einer statisch festen Struktur, aus Leichtbauelementen. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem diese gesamte übergelegte und hier pralle Hülle, also die Hülle hat hier keine starre Struktur, übergelegt ist. Dieser Bauchgrat ermöglicht es dann, die Lasten, die Gondeln, die Motorgondeln, aber auch Betriebsstoffe, Ballast, Zuladungen, was auch immer, über die gesamte Länge des Schiffes zu verteilen und somit so ein Prallluftschiff eben deutlich größer, ein halbstarres Luftschiff deutlich größer zu bauen als ein pralles Luftschiff. Was nun spannend ist an diesen Schiffen, es gab die Italia, es gab die Norge, N1 und N4, das ist die Verwendung in der Nordpolforschung. Und da haben wir hier 2 Protagonisten, wenn wir so wollen. Das ist wirklich eine spannende und fast dramatische Geschichte. Wir haben die Polarforscherlegende Roald Amundsen, den großen Norweger, und wir haben Umberto Nobile, den deutlich jüngeren italienischen Techniker und Luftschiffkonstrukteur. Und Amundsen hat ja 1924 versucht, mit 2 Dornier-Walflugbooten den Nordpol zu erreichen, was misslang. Und dann setzte Amundsen um, als erster den Nordpol auf dem Luftweg zu erreichen, auf das Luftschiff.
Und er kaufte bei der italienischen Regierung den Vorgänger der Italia, die N1, oder er veranlasste den norwegischen Staat dazu, dieses Schiff zu kaufen. Das wurde dann auf den Namen Norge getauft, wurde in Norwegen immatrikuliert und machte nun 1926 mit einer gemischten italienisch-norwegischen Besatzung mit Amundsen an Bord und unter der fahrtechnischen Leistung, sozusagen unter dem Kommando von Umberto Nobile, eine fantastische Pionierfahrt in die nördliche Polarregion. Man überführte das Schiff auf dem Luftweg über mehrere Zwischenstationen nach Spitzbergen, wo man eine Halle und einen Ankermast baute. Das war sozusagen die Ausgangsbasis. Und dann flog man von Spitzbergen zum Nordpol über die Polkappe und über Alaska, über das nördliche Polarmeer nach Alaska. Also es war sozusagen zum ersten Mal, dass ein Luftfahrzeug in diese Regionen vorstieß. Ungefähr 5300 Kilometer in 70 Stunden, eine großartige Leistung. Und das, was dann passierte nach dieser Fahrt, war ein ganz spannender Zwist zwischen diesen auch sehr gegensätzlichen Charakteren. Diese Fahrten waren natürlich Sensationen und Schlagzeilen und entfachten eine Begeisterung und einen riesen Medienrummel. Und es ging nun sozusagen um die Priorität an dieser Leistung. Amundsen, der Expeditionsleiter war und der ja die Finanzierung des Schiffs ermöglicht hatte, auf der einen Seite, und Nobile, der selbstbewusste Techniker, der gesagt hat, ich habe dieses Luftschiff konstruiert und ich habe es letztendlich darüber geflogen, und Amundsen war nichts anderes als ein teilnahmsloser Passagier. Es gab eine regelrechte Medienschlammschlacht und daraufhin wurde dann auch im italienischen Faschismus durch Mussolini Umberto Nobile angestachelt, 2 Jahre später diese Expedition oder die Verwendung seiner Schiffe in der Polarforschung mit dem Schwesterschiff der Norge, mit der N4 Italia, zu wiederholen. Das führte dann zu einem dramatischen Crash bei der Rückfahrt vom Nordpol, nordwestlich von Spitzbergen, wobei ein Teil der Besatzung bei dem Absturz sofort ums Leben kam. Es ging um Nebel, es ging um Vereisung, es ging um ein verklemmtes Ruder. Es waren natürlich auch immer meteorologische Grenzerfahrungen, die man da gemacht hat. Und es gab die wirklich erste große internationale Rettungsaktion. 18 Schiffe, 21 Flugzeuge aus mehreren Ländern, mehr als 1500 Menschen waren daran beteiligt. Und letztendlich gelang es dann, einen Teil der Besatzung durch einen sowjetischen Eisbrecher, durch die Krasin, von der Scholle zu bergen. Und das waren eben Ereignisse, wo auch die Welt den Atem anhielt. Also findet man sie, rettet man sie, ähnlich wie es dann Jahrzehnte später bei Apollo 13 der Fall war. Und die wirklich tragische Komponente ist, dass eben auch auf öffentlichen Druck Roald Amundsen sich an dieser Rettungsexpedition beteiligte, ein französisches Flugboot charterte mit einer mehrköpfigen französischen Besatzung zusammen von Norwegen über die Barentssee nach Spitzbergen flog, um von dort aus nach Nobile zu suchen, und dabei verschollen ging. Und das ist auch das Ende der italienischen Luftschifffahrt. Gut, dann gehen wir weiter. Die Briten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also es gab ja auch die Leihführung durch die Vernetzung der Welt, die unten läuft, wo es ja um diese Erstleistung über dem Nordatlantik mit dem R-34 ging. Aber ich finde das sehr schön, dass wir eben in unserer Sammlungspräsentation auch dieses tolle Modell des R-101 haben. Eines der beiden großen britischen Passagierluftschiffe, es gab ja R-100 und R-101, die 1929 gebaut wurden für den Fernverkehr innerhalb des britischen Weltreiches, also nach Indien, Australien, Kanada, Südafrika, was auch immer. Und wir haben auch von R100 und R101, unten von R100, hier von R101 Strukturteile, die auch zeigen, dass diese britischen Luftschiffbauer technisch Dinge ganz anders machen wollten und teilweise auch machen mussten, als das in Friedrichshafen beim Luftschiffbau Zeppelin der Fall war. Barnes Wallis, der Konstrukteur von R100, das ist das untere Teil, hatte das Ziel, quasi ein Starluftschiff zu bauen, das aus möglichst wenigen austauschbaren einheitlichen Teilen besteht. Bei R101 waren unendlich viele Dinge ganz, ganz anders. Also es wurden eigensteife Hauptringe gebaut, verbaut. Es wurde zum Teil mit Stahl gebaut. Eine völlig andere Auslegung. Aber was hier besonders faszinierend ist an diesem Modell, das ist diese hohe Präsentation. Also man sieht es ja wirklich von unten. Und es zeigt den Eindruck, wenn man vielleicht am Boden stand und sich dieses Luftschiff nun einem solchen Ankermast genähert hat,
Denn das Charakteristische für die britischen Luftschiffe waren hohe Ankermasten. 60 Meter hohe, gewaltige Gebilde. Vielleicht kann die Kamerafrau da hinten, da sieht man das auf diesem Foto. Sehen Sie das? Erkennt man das? 60 Meter hohe Stahlstrukturen und man sieht an dem Modell vorne so eine Luke oder ein Fallreb, was da vorne sich leicht graviert am Bug. Und über dieses Fallreb war der Zugang der Besatzung, der Passagiere, die vorher mit einem Aufzug an die Spitze dieses Mastes fuhren. Und über diese Spitze des Luftschiffes lief dann über Zuleitungen auch die gesamte Versorgung mit Treibstoff, mit Ballast, mit Gas und was auch immer. Das wurde dann auch von der amerikanischen Marine übernommen und es gab dann einen Zwischenfall und daraufhin haben dann die Amerikaner letztendlich die Entwicklung von niederen Masten, die sicherer waren, die einfacher waren im Handling, intensiviert. Damit sind wir bei den amerikanischen Luftschiffen. Und dann müssen wir zuerst zu einem, ja, eigentlich nicht amerikanischen Luftschiff, sondern zu einem Zeppelin aus Friedrichshafen, zu dem berühmten LZ-126, der ja auf Initiative und durch das diplomatische Geschick Hugo Eckeners 1924 fertiggestellt wurde als Reparationsleistung für die US Navy, der dann überführt wurde im Oktober des Jahres 24 auf dem Luftweg. Das Schiff hat 70.000 Kubikmeter, ist 200 Meter lang, also noch ein Stück kleiner als der spätere Graf Zeppelin, aber größer als alle Zeppelin-Luftschiffe des Ersten Weltkrieges. Und dieses Schiff wurde dann von der US Navy übernommen. Man sieht es ja auch an der Kennung und dem Hoheitszeichen auf den Namen Los Angeles getauft, was man hinten noch vor dem Leitwerk sieht, und wurde nun der Erprobungsträger für die späteren amerikanischen fliegenden Flugzeugträger, zu denen wir gleich noch kommen. 23, also ein Jahr vor der Überführung, wurde bereits die Goodyear Zeppelin Corporation gegründet, ein Joint Venture, ein gemeinsames Unternehmen, auch auf Initiative Eckeners und seines Freundes Paul Litchfield, des Chefs von Goodyear, das ja eigentlich ein Gummikonzern war, aber im Ersten Weltkrieg eben auch zum Luftschiffbau und zur Luftfahrt kam. Und dieses amerikanische Interesse an Starluftschiffen war nach dem Ersten Weltkrieg zuerst ein primär italienisches. Es ging darum, im Pazifik, in einem zukünftigen Konflikt mit Japan, der sich ja nach dem Ersten Weltkrieg sehr schnell abzeichnete, um die Dominanz in Asien, in einem solchen Krieg die amerikanische Hochseeflotte über den gesamten Pazifik, 12.000 Seemeilen, sicher zu verlegen und dabei durch Luftaufklärung mit Luftschiffen zu sichern gegen gegnerische Angriffe und Attacken durch U-Boote, Flugzeugträger oder Kriegsschiffe. Und da boten eben nach dem Ersten Weltkrieg Starluftschiffe, Zeppelin-Luftschiffe eine Option, die durchaus ernst zu nehmen war und die durchaus ihren Sinn hatte. Und das Ziel dieser Goodyear Zeppelin Corporation, in deren Rahmen eben auch Personal, also Karl Arnstein, einer der ganz großen Luftschifftechniker, mit 12 anderen Ingenieuren rüber sind nach Amerika und bei Goodyear Zeppelin eingetreten ist, war es dann die Aiken und Macon, die großen und bekannten fliegenden Flugzeugträger für die amerikanische Marine zu bauen, die wir uns jetzt als nächstes anschauen. In unser Gerippe werfen, das unsere Haustechnik ja so total sauber gemacht hat und das jetzt wirklich richtig alles wieder toll ist. Also so haben wir auch die Corona-Zwangspause natürlich genutzt. Und ich habe es ja vorhin gesagt, unsere Modelle sind alle im gleichen Maßstab. Hier hat man jetzt ZRS-5 Macon, das zweite dieser riesigen Schiffe, nur wenig kleiner als dann 1936 die Hindenburg, die 200.000 Kubikmeter Traggasvolumen hatte. Diese amerikanischen Schiffe hatten etwa 195.000 Kubikmeter und ich hoffe, man kann das gut zeigen. Da unten hängen kleine Flugzeuge, kleine einsitzige einmotorige Doppeldecker des Typs Curtiss Sparrowhawk, die als Bordflugzeuge bei diesen Flugzeugträgern mitgeführt wurden. Die Schiffe waren heliumgefüllt,
In den USA gab es 1921 ein schweres Desaster mit einem halbstarren Luftschiff, das die Army in Italien gekauft hat, das gegen eine Hochspannungsleitung fuhr, wo es dann viele Tote gab. Und daraufhin gab es in Amerika das Gesetz, dass Luftschiffe eben nur noch mit Helium betrieben würden. Die USA hatten dann eben auch das Heliummonopol, weil es eben nur dort nennenswerte Vorkommen gab. Und so wurden nun diese beiden Schiffe auch speziell für Heliumfüllung ausgelegt. Man sieht hier die Motoren, die 8 Luftschrauben außen. Die Motoren stehen, was auch nur bei einem Heliumschiff möglich ist, nicht in den Gondeln, so wie wir das von den Zeppelin-Luftschiffen kennen, die außen hängen, sondern sie stehen innen im Schiffsinneren. Das ist natürlich auch wartungstechnisch günstig, wenn ich nicht immer diesen Schichtwechsel machen muss, ist aber wiederum auch nur bei einem heliumgefüllten Luftschiff möglich. Und vielleicht kann man das nebenher zeigen. Hier sieht man diese Andockmanöver und die Idee dieser Schiffe, die Non-Stop-Reichweiten von 17.000 Kilometer hatten, also unermesslich in der Zeit und von Flugzeugen bei weitem nicht erreicht, und die jetzt letztendlich eine operierende Flotte sichern sollten und die diese Bordflugzeuge an Bord haben sollten und auch hatten, die dann von dort starten, an dem Trapez auch wieder landen, auftanken und sozusagen den Aufklärungsradius erweitern. Beide Schiffe sind abgestürzt. Die Akron, die erste, 1933 vor der nordamerikanischen Küste in den Atlantik. Das ist das Luftschiffunglück mit den absolut meisten Todesopfern. Es waren über 70, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich glaube von 76, von 74 überlebten noch 3 oder so. Also die Masse der Besatzungsmitglieder erfror oder ertrank in dem kalten Wasser. Es waren zu wenig Rettungsmittel an Bord. Man hatte immer Gewichtsprobleme mit diesen Luftschiffen. Und die zweite, die Macon, ist dann 1935 vor der Pazifikküste in den Pazifik gefallen. Dabei überlebten fast alle und es ertranken nur 3 Matrosen. Und das war dann wiederum das Ende des britischen Starluftschiffprogramms, des amerikanischen Starluftschiffprogramms. In den USA wurden 3 Starluftschiffe gebaut. Es gab die Los Angeles aus Friedrichshafen und 3 eigene, die beiden, und dann noch die Shenandoah. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vorhin gesagt habe, die quantitativ meisten Luftschiffe wurden in den USA gebaut. Das waren Prallluftschiffe der US Navy, die im Zweiten Weltkrieg dann eingesetzt wurden, und die schauen wir uns jetzt noch an. Haben wir ein Beispiel, diesen Kablimp 1942. In den USA wurden sage und schreibe 357 Prallluftschiffe gebaut, also von den Anfängen bis zum Ende des Luftschiffbaus Anfang der 60er Jahre. Dazu kommt noch ein halbstarres und die 3 starren, die ich vorhin erwähnt habe. Also gigantische Stückzahlen. Allein von diesem Kablimp gab es während des Zweiten Weltkriegs 154 Stück. Also das war auch wirkliche Serienproduktion, wie man das auch hier auf dem Foto da oben sehr schön sieht. Und der Einsatz dieser Schiffe war während des Zweiten Weltkrieges die Sicherung von atlantischen, südatlantischen und vor allem nordatlantischen Konvois, mit denen man ja Rüstungsgüter und Material nach Europa gebracht hat, um die gegen U-Boote zu sichern. Und das war eine durchaus vernünftige Geschichte. Das Luftschiff hat den Vorteil, dass es eben seine Geschwindigkeit einem Seeschiff angleichen kann. Das heißt, es ist wie so ein Schäferhund, kann es sozusagen umkreisen, kann U-Boote orten durch Sicht oder später durch Sonargeräte, kann auch diese U-Boote bekämpfen oder entsprechend Kriegsschiffe und Flugzeuge herbeiholen, um diese U-Boote die U-Boote eben von dem Konvoi abzuhalten oder im Bedarfsfall irgendwie unter Wasser zu drücken und zu zerstören. Interessant ist, dass diese Prallluftschiffe in den USA dann auch noch in den 50er Jahren sehr konsequent weiterentwickelt wurden, sehr viel größer wurden. Also das sind dann Volumina von 30.000 Kubik, da sind wir schon bei Größen, wie sie ein LZ-120 Bodensee, also ein Zeppelin-Luftschiff,
kleines zwar, aber immerhin 1919 hatte. Und dass diese Schiffe eben bis Anfang der 60er Jahre eben auch noch im Kalten Krieg im Rahmen der Frühwarnaktivitäten über den Nordatlantik, quasi, wenn man so will, als Vorläufe heutiger AVEX, Frühwarnsysteme und Flugzeuge eine durchaus wichtige Rolle spielten. Aber auch das wurde dann letztendlich eingestellt. Aber spannend ist, dass eben solche Prallluftschiffe der Marine, man sieht es auf den Fotos da hinten, kleinere, andere Typen, da sieht man hier den L-Typ, die als Schulschiffe dienten, die kamen dann aus Überschussbeständen des Militärs in den 50er Jahren nach Deutschland, nach Europa und waren dann als Werbeluftschiffe im Einsatz. Und so kam sozusagen das Luftschiff aus diesen Aktivitäten der amerikanischen Marine. Die Schiffe wurden im Übrigen alle bei Goodyear gebaut. Das war der absolute Monopolist im Luftschiffbau in den USA. Kam das Luftschiff sozusagen wieder zurück nach Deutschland. So, damit sind wir durch. Die Zeit ist um. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Kommt her, sobald es wieder geht. Es gibt hier noch viel mehr zu erfahren. Und die Welt der Luftschiffe ist großartig. Vielen Dank.